Hallo und herzlich willkommen. Wie du siehst, das dauert nicht mehr lange und das nächste Paar Socken springen von meiner Stricknadel runter. Mein Mann fragte immer im Sommer, wer trägt Socken oder wer strickt Socken im Sommer? Ich, weil im Winter, wann sollst du die Socken stricken im Winter, wenn das schon zu spät ist? Bestimmt nicht. Ganz einfaches Muster und sieht wirklich schön aus, angezogen. Ich habe das auf beiden Seiten hier oben gemacht und hier am Fuß nur vorne wieder. Ist klar, wir stricken die Außensohle glatt. Ich habe hier wieder die Reste von meinem Merino, Baby Merino von Drops verwendet, weil, wie du weißt, es ist mir immer schade, das wegzuwerfen. Wie ich schon sagte, ganz schönes Muster, Ajourmuster und wirklich einfach zu stricken. Ich zeige dir jetzt schnell die Skizze und dann können wir loslegen. Wir stricken jetzt zusammen. Das kennst du schon. Wir stricken zwei Rapports in der Breite. Dann stricke ich meine Außensohle alleine, weil das sind nur glatte rechte Maschen. Und dann treffen wir uns wieder, wenn ich zweite Reihe stricke oder zweite Runde stricke. Wie du siehst, wir haben hier 16 Reihen nach oben und 12 Maschen. Jetzt ist Folgendes, du kannst das natürlich, wenn du willst, ich habe mir überlegt, du kannst das zum Beispiel mit 14 Maschen auch stricken, wäre nicht schlecht, wenn du am Anfang als erste Masche zum Beispiel und letzte Masche links strickst. Dann hast du hier so, vielleicht sieht man das hier etwas besser, Moment, dann hast du hier so schöne Abstand immer, weil wie du siehst, bei mir ist gleich hier Muster, aber wenn du hier eine linke Masche nimmst, hier eine linke Masche, dann hast du diese schöne Abstand da. Die ganzen Muster, die kannst du immer stricken, wie es dir dir gefällt, weil du kannst immer da an den Seiten eine oder sogar zwei Maschen zugeben. Wir haben hier rechte Maschen, die du siehst, im Blau, das kennst du, dann haben wir die Umschläge. Hier haben wir linke Maschen, zwei Maschen zusammen, die sich nach links biegen, ganz normale, zwei zusammen verschränkt. Und zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Hier haben wir drei Maschen zusammen überzogen. Das war's. Wir können loslegen. Die Skizze kann ich dir natürlich per E-Mail oder bei Facebook zuschicken, wenn du willst. Und wenn du auf der Skizze guckst, dann siehst du, dass die erste Runde, da haben wir nur rechte Maschen. Ganze Runde auf alle vier Stricknadel haben wir nur rechte Maschen. Hier habe ich, wie du siehst, einen Umschlag von der 16. Reihe oder Runde, den stricke ich auch nach rechts. Hier links der Umschlag, nach rechts und so weiter. So strickst du nur rechte Maschen auf jede Stricknadel. Denk bitte dran, das ist wichtig, vergiss die Umschläge nicht und wenn du die nach hier strickst, dann strick die alle nach rechts. Hier wieder ein Umschlag nach rechts und so weiter. Und so strickst du die vier Stricknadeln. Wir sind jetzt bei der zweiten Runde und da haben wir die drei Maschen zusammen, die sich nach links biegen. Also, die ersten zwei Maschen, die heben wir. Wir heben die nicht verschränkt, sondern hier von vorne. Schau mal. So, die rechte Stricknadel schiebst du hier unter den zwei Maschen
und hebst die Maschen, ohne zu strecken. Die dritte Masche, die strickst du ganz normal nach rechts. Dann die linke Stricknadel schiebst du unter den zwei gehobenen Maschen und ziehst die über die eine gestrickte. Dann haben wir zwei Maschen nach rechts, einen Umschlag und fünf rechte Maschen. Wieder ein Umschlag und zwei Maschen nach rechts. Das war die erste Stricknadel. Jetzt kommt die zweite und das Ganze wiederholen wir. Zwei Maschen heben von der Seite. Die nächste rechts stricken. Dann die zwei gehobenen ziehen wir über die gestrickte. Dann kommen zwei rechte Maschen. Eins und zwei, ein Umschlag, fünf Maschen rechts. 2, 3, 4 und die fünfte. Ein Umschlag, zwei Maschen rechts. Und das wiederholst du, wenn du hier oben bist, wiederholst du das auf alle vier Stricknadeln. Wir sind jetzt bei der dritten Runde und wie du siehst auf der Skizze, haben wir wieder nur rechte Maschen. Alle Maschen stricken wir nach rechts. Ich möchte mich bei euch entschuldigen, dass das vielleicht ein bisschen lauter ist. Mein Nachbar, der arbeitet da im Garten und ich muss Fenster auf haben, weil das zu warm ist. Und wenn ich jetzt Ventilator anmache, dann wird das noch lauter. Deswegen, ich hoffe, dass ihr verzeiht mir bei der Hitze hier. So, alle Maschen in der dritten Runde stricken wir wieder nach rechts. Umschläge auch nach rechts. Und so strickst du auf jede deine Stricknadel. Wir kommen jetzt zur vierten Runde und da haben wir als erste drei Maschen zusammen. Also die zwei heben, nicht verschränkt. Schau mal, ich versuche das noch schärfer zu machen. Ich schiebe die rechte Stricknadel hier unter den zwei Maschen und hebe die einfach. Wir möchten die mittlere Masche als erste haben. So. Und dann stricken wir die dritte Masche ganz gewöhnlich nach rechts. Dann kommen die zwei Maschen, die wir gehoben haben, über die gestrickte. Danach haben wir eine Masche rechts, einen Umschlag und dann kommen die nächsten zwei Maschen zusammen verschränkt. Also die biegen sich nach links. Schau mal, wenn du hier guckst, dann gucken die in der linke Seite. So, jetzt haben wir eine Masche rechts, einen Umschlag, eine rechts, einen Umschlag und eine rechts. Dann haben wir im Braun zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Also von vorne und Faden holen. Umschlag und eine rechte Masche. Das war die eine Stricknadel. Jetzt kommt die nächste Stricknadel und wieder zwei Maschen heben, die dritte Masche rechts stricken, die zwei gehobenen Maschen über die eine gestrickte. Eine Masche rechts, Umschlag, zwei Maschen zusammen, verschränkt. Eine Masche rechts, Umschlag, eine rechts, Umschlag und wieder eine rechts. Die nächsten zwei Maschen, die stricken wir zusammen, die biegen sich nach rechts. Ein Umschlag und eine rechte Masche. So strickst du das weiter auf jede Stricknadel. Wir sind jetzt bei der fünften Runde und wie du auf der Skizze siehst, die fünfte Runde stricken wir wieder alle Maschen nach rechts. Alle Maschen, auch die Umschläge, würden nach rechts abgestrickt und das Ganze machst du auf jede Stricknadel. Wir sind jetzt bei der sechsten Runde. Drei Maschen zusammen, überzogen. Zwei heben,
die dritte rechts stricken, die zwei gehobenen Maschen über die eine gestrickte. Ein Umschlag, zwei Maschen zusammen verschränkt. Also zwei zusammen. Na, was ist denn hier los jetzt? Zwei zusammen verschränkt, eine Masche rechts, ein Umschlag und drei rechte Maschen. Ein Umschlag, eine Masche rechts und dann haben wir die nächsten zwei Maschen, stricken wir rechts zusammen, aber von vorne, die biegen sich jetzt nach rechts. Und jetzt haben wir einen Umschlag. Den Umschlag musst du darauf achten, nicht, dass du den verlierst. Der muss da auf der Stricknadel sein. Das ist so ein bisschen komisch, sieht das aus, aber ist machbar. Dann haben wir die zweite Stricknadel und haben wieder drei Maschen zusammen überzogen. Zwei heben, die eine Masche rechts stricken und die zwei gehobene Maschen über die eine gestrickte ziehen. Ein Umschlag, zwei Maschen zusammen verschränkt. Das heißt, von hinten die zwei Maschen zusammenstricken. Eine rechte Masche, ein Umschlag, drei rechte Maschen, ein Umschlag, eine rechts, zwei zusammen, die sich nach rechts biegen und ein Umschlag. Den musst du einfach hier festhalten, wenn du jetzt mit der nächsten Stricknadel anfängst. Guck mal, dann musst du ihn hier ein bisschen fester machen, nicht, dass da so große Loch entsteht. Das war jetzt die sechste Runde. Wir kommen jetzt zur siebten Runde und da haben wir sechs rechte Maschen, eine Umschläge auch nach rechts, dritte, vierte, fünfte und die sechste. Dann haben wir eine Masche links und fünf rechte Maschen. Und das ist unser letzter Umschlag. Schau mal, den strickst du auch nach rechts. Wenn du das bisschen jetzt fester ziehst bei der zweiten Stricknadel, dann entsteht da kein großes Loch. Also, zweite Stricknadel, schau mal, jetzt ein bisschen fester ziehen, dann hast du da keine Probleme, das brauchst du keine Angst haben, dass da ganz großes Loch entsteht. Jetzt haben wir die zweite Stricknadel wieder sechs Maschen, die wir nach rechts stricken, die fünfte und die sechste. Dann kommt eine Masche links und die nächsten fünf Maschen, die stricken wir nach rechts. Und so machst du das auf jede Stricknadel. Achte Runde. Wir fangen an mit der rechten Masche. Danach haben wir zwei Maschen zusammen verschränkt. Also von hinten die zwei Maschen und Faden holen. Eine Masche rechts, ein Umschlag. Die Umschläge im Grün, denk bitte dran. Dann haben wir wieder zwei Maschen zusammen verschränkt. Das sind die in Rot gezeichnet. Ein Umschlag und hier haben wir wieder eine linke Masche in der Mitte. Wieder ein Umschlag. Die nächsten zwei Maschen, die stricken wir zusammen, aber die biegen sich nach rechts, also von vorne unter den zwei Maschen und Faden holen. Eine Masche rechts, ein Umschlag, Entschuldigung, und jetzt kommt eine Masche rechts und die nächsten zwei Maschen, die letzten zwei Maschen strickst du wieder zusammen, die biegen sich nach rechts. Die zweite Stricknadel in der achten Runde, eine rechte Masche, zwei Maschen zusammen verschränkt, eine rechts, ein Umschlag, zwei zusammen verschränkt, ein Umschlag. In der Mitte haben wir wieder eine linke Masche, danach kommt ein Umschlag, zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen, die wollen nicht, jetzt
ein Umschlag, eine rechte Masche und noch einmal die zwei letzten zusammen, die sich nach rechts biegen. Und so machst du das auf jede Stricknadel. Neunte Runde. Am Anfang haben wir 5 Maschen rechts. Und dann haben wir 3 Maschen links. Wie du siehst, jetzt hast du einen Umschlag, eine linke Masche, einen Umschlag von voriger Runde. Alle die 3 Maschen strickst du nach links, laut Skizze. Das heißt, die Umschläge, die werden hier auch nach links abgestrickt. Danach kommen 4 Maschen rechts. Jetzt diese Umschlag strickst du natürlich nach rechts. Dann kommt die nächste Stricknadel und da müssen wir wieder mit 5 Maschen rechts anfangen. 1, 2, 3, 4 und die 5. Und wie du siehst, du hast wieder auf deine Stricknadel, auf deine linke Stricknadel, einen Umschlag, eine links, einen Umschlag. Und die 3 Maschen, auch die Umschläge, strickst du laut Skizze nach links. Und die restlichen Maschen strickst du nach rechts. Und die 4. auch. Und so wiederholst du das alles auf jeder Stricknadel. Die 10. Runde, da fangen wir an mit 3 rechten Maschen. 2 und die 3. Dann kommen 2 Maschen zusammen verschränkt. Die biegen sich jetzt nach links. Dann kommt ein Umschlag. Und die 3 Maschen jetzt stricken wir nach links. Ganz normale linke Maschen. Dann kommt ein Umschlag und 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Also die rechte Stricknadel schieben wir hier von vorne unter den 2 Maschen, holen den Faden und somit machen wir 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Dann kommen 2 Maschen rechts. Die zweite Stricknadel, wir fangen an mit den 3 Maschen im Blau, die wir nach rechts stricken. Dann 2 Maschen zusammen verschränkt, also hinter den 2 Maschen die rechte Stricknadel schieben, Faden holen und 2 Maschen zusammen, die sich nach links biegen. Ein Umschlag, die nächsten 3 Maschen, die werden nach links gestrickt. 1, 2 und die 3. Ein Umschlag, 2 zusammen, die sich nach rechts biegen, also die 2 nächsten Maschen, da schieben wir unsere rechte Stricknadel unter den 2 Maschen, aber von vorne und machen 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Und danach kommen 2 Maschen rechts. Und das wiederholst du auf jede Stricknadel. Die 11. Runde, da fängst du an mit 4 Maschen, die du nach rechts strickst. 3. und die 4. Und dann, wie du siehst, hast du in der Mitte 5 Maschen, die du nach links strickst. Auch die Umschläge, schau mal. Eine links, die 2. links, die 3. links, die 4. und die 5. Das sind die Maschen, die im, auf der Skizze schwarz gezeichnet sind, die Zeichen. Und die letzten 3 Maschen im Blau, die strickst du nach rechts. Jetzt kommen wir zur zweiten Stricknadel und wieder haben wir am Anfang 4 Maschen, die wir nach rechts stricken. Dann kommen wieder 5 Maschen links. Die 5. und die letzten Maschen kommen, werden nach rechts gestrickt. Und das Ganze wiederholst du. Die Runde 12. 3 Maschen rechts. Eine, die 2. und die 3. Dann machen wir einen Umschlag und wieder 2 Maschen zusammen verschränkt. In der Mitte haben wir unsere 3 linke Maschen. Und die 3.
Dann zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Ein Umschlag und zwei rechte Maschen. Zweite Stricknadel. Drei Maschen rechts. Zwei. Und die dritte, ein Umschlag, zwei Maschen zusammen verschränkt. Drei Maschen links. Und die dritte. Dann haben wir zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Ein Umschlag und zwei rechte Maschen. Die Reihe 13, da haben wir am Anfang 5 Maschen rechts. Und die fünfte, dann kommen drei Maschen, die wir nach links stricken. Und die dritte. Und danach haben wir 4 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4. Die zweite Stricknadel, wieder haben wir 5 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4. Und die fünfte. Dann kommen drei linke Maschen. 1, 2 und 3. Und die letzten 4 Maschen, die strickst du nach rechts. Die 14. Runde. Am Anfang haben wir 4 Maschen, die wir nach rechts stricken. Dritte und die vierte. Dann kommt ein Umschlag und zwei Maschen zusammen verschränkt. In der Mitte haben wir eine linke Masche und dann kommen zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Also hier von unter den zwei Maschen. Dann kommt ein Umschlag und drei Maschen rechts. 1, 2 und die dritte. Die zweite Stricknadel, wieder haben wir 4 Maschen rechts. 2, 3 und 4. Ein Umschlag, zwei Maschen zusammen verschränkt, eine Masche links, zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen, ein Umschlag und drei Maschen, die wir nach rechts stricken. Und das Ganze wiederholst du auf jede Stricknadel. Die 15. Runde, 6 rechte Maschen am Anfang. 5. und die 6. Eine linke Masche und dann haben wir 5 Maschen rechts. Die zweite Stricknadel in der 15. Runde. 6 Maschen, die wir nach rechts stricken. 4, 5 und die 6. Und dann haben wir eine Masche links und die restlichen Maschen, die stricken wir wieder nach rechts. Und das Ganze wiederholst du auf jede Stricknadel. Wir sind jetzt bei der letzten Runde. Das ist jetzt die 16. Runde. Moment, 2, 4, 5, 6. Die 16. Runde. Am Anfang stricken wir 5 Maschen rechts. 4 und die fünfte, dann haben wir einen Umschlag und die nächsten drei Maschen, zwei heben, die eine stricken und die zwei gehobenen über die eine gestrickte ziehen. Ein Umschlag und danach haben wir 4 Maschen rechts. Jetzt kommt die zweite Stricknadel. 5 rechte Maschen. 1 Umschlag. Und jetzt die nächsten 3 Maschen. 2 heben. Eine stricken. Und die 2 Maschen, die du gehoben hast, über die eine gestrickte ziehen. 1 Umschlag.
und 4 rechte Maschen. Und das Ganze wiederholst du auf jede deiner Stricknadel, falls du noch nicht hier an der Außensohle bist. Bei mir ist das schon die Sohle, deswegen stricke ich die alle Maschen nach rechts jetzt. So, und das war's. Es war bestimmt nicht schwer. Du hast gesehen, dass dieses Muster ist sehr einfach. Ich habe hier zum Beispiel nur 2 Rapports nach oben gestrickt. Ich habe die Socken wollte ich kurz stricken. Und nach dem schwarzen Bündchen habe ich hier 2 Rapports gestrickt. Dann habe ich angefangen mit der Ferse im Schwarz. Und dann wieder habe ich in der, das ist so wollte ich sagen, Türkis, mit der Korallfarbe gestrickt. Und dann kommt wieder die Spitze, die habe ich in Sternspitze gestrickt, in der schwarzen Merino-Wolle. Und hier habe ich jetzt 3 Rapports. Ich möchte nämlich die Socken für meine Schwiegertochter, möchte ich ihr die schenken, die hat kleine Füße. Und so kannst du jetzt die Wollreste verwenden. Mich hat jemand gefragt, bei Facebook glaube ich war das, was für Wolle kann man noch verwenden für Sockenstricken. Du kannst natürlich die ganz gewöhnliche Sockenwolle verwenden. Ich weiß nicht, ich mag die nicht. Hier habe ich irgendwann gekauft. Für meinen Mann wollte ich Socken stricken, die würde ich noch stricken. Ich mag das nicht, das kratzt irgendwie. Ich bin da sehr allergisch dagegen, wenn da irgendwas drin ist. Und am meisten sind die, warte mal, ich habe glaube ich hier sogar, ja, die ist nicht aufgemacht, das habe ich auch irgendwann gekauft, da hast du 75% Schurwolle und 25% Polyamid. Das sind zwar Strumpfgarn ist das, Sockenwolle, aber es ist für mich künstlich und ich muss ehrlich sagen, für mich ist die Baby Merino, das ist jetzt keine Werbung, aber die Baby Merino ist am besten. Dagegen bin ich nicht allergisch und das ist wirklich, als meine Enkelin geboren ist, haben wir die Wolle immer gekauft und Oma hat immer was gestrickt und so ist das auch geblieben. Das war's meine Lieben. Ich hoffe, dass diese Muster kannst du für deine Projekte, das kann man auch für Mützen verwenden oder für Lob oder für Handschuhe, was auch immer. Und ich würde mich freuen, wenn du das für dich verwendest. Vielen Dank für euren Besuch und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Mira.